Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Es ist dunkel. Simulator. So. Wollen wir jetzt was gucken hier. Von wo haben wir eine gute Aussicht? Das sieht doch gut. Okay. Ich sehe schon, das ist überall nur Tannenwald. Okay, guck mal, da hinten ist ein bisschen was. Das haben wir schon. Okay. Warte mal kurz. Ich muss mal hier kurz. Mein eines Handy hier lappt nicht voll wegen Akku leer. So, jetzt nochmal. Also, wir haben. Hast du denn aber auch schon? Und sind doch alles keine Bäume an dem hohen. Obwohl, doch, da hinten sind ja alles Apfelbäume. Aber ich sehe zumindest erstmal kein Honig. Da ist eine gelbe, die ist wieder hier, dieser Löwenzahn. Zumindest sind da hinten in der Richtung ist da wieder relativ viel grün. Es würde sich also vielleicht lohnen, in die Richtung zu gehen. So, ansonsten haben wir hier noch. Oh gut, in die Richtung sehen wir nichts. Frage ist, kommen wir auf den Baum hinten rauf? Das wäre natürlich Gold. Aber ich glaube, nein, kommen wir nicht. Egal. Können wir zumindest von hier unten aus gucken. So, von hier aus. Ja, mein Laptop ist am Rackern. Der muss gerade hier alles neu generieren. Aber ich weiß gar nicht, ob das generiert. Doch, sieht so aus. Also zum Teil ist das Gebiet auf jeden Fall unerforscht. Ah, ja, das ist also auch ein interessantes Gebiet. Ist aber leider sehr weit weg. Sieht auch so aus, wie als wenn das hinten die Ränder Distanz Limit ist. Ich glaube, viel weiter baut er nicht auf, ne? Ja. Laptop hat aufgehört zu arbeiten, also scheint das hinten wirklich das Limit zu sein, wie weit wir gucken können. Schade. Das plus Wasser. Okay, guck mal, das ist auch Grünzeug. Hinten aber auch wieder diese Äpfelbäume. Aber irgendwas Gelbes sehe ich da auch nicht. Also ist ja jetzt kein Gelb, nicht, also nicht so ein Gelb wie das da. Sondern ist ja ein dunkleres Gelb, ist ja eher so orange. Also eher sowas wie hier das Brot, ne? So.
vom Gelbton her, beziehungsweise so wie jeder Balken. Also eher so in die Richtung. Aber davon sehe ich halt auch nichts. Ne. Die Frage ist, wie laufen wir jetzt das Gebiet ab? Da hinten könnte es spannend sein. In die Richtung könnte es aber auch spannend sein. Ich würde also mal sagen, ich glaube nicht, dass die beiden miteinander verbunden sind. Ne, da ist was Wasser in der Mitte. Okay. Da ist was Dunkelgrünes. Dieses Dunkelgrüne könnte entweder Gurken so oder so sein. Oder tatsächlich Hanf. Das. Da. Da so. Also, müsst ihr jetzt natürlich alle auf 4K hochschalten, damit ihr das seht. Guck mal, da hinten ist auch was Grünes, aber das ist auch auf jeden Fall Gurke. Da hinten ist Gurke. Von daher, ich schätze mal, das da ist auch bloß Gurke. Okay, das heißt, wir gehen erstmal in die Richtung. Und wenn wir da hier nichts finden, bei dem Strandgebiet, dann gehen wir weiter in die Richtung. Und wenn wir da auch nichts finden, dann gehen wir weiter. Das Grüne da, das da. Ist auch einfach nur Gras, ne? Ja, doch, ist einfach nur Gras. Ja, dann gehen wir weiter, dann gehen wir an die Schlucht hier vorbei und gehen dann damit direkt hinten auf das Gebiet da hinten, wenn wir das jemals wiederfinden sollten. Aber ich würde mal sagen, wir gehen trotzdem erstmal in die Region. Das sieht spannender aus. Okay, können wir hier einfach runter? Ne, da würden wir sterben. Das Wasser ist definitiv nicht tief genug. Hier sieht es schon besser aus, aber auch noch nicht zufriedenstellend. Okay. Fast haben wir ja, ne? Das heißt. So, Anlaufphase. Wir brauchen mehr Anlauf. Ungefähr so. Und jetzt heißt es. Renn verzweifelt. Oh mein Gott. Läuft doch. Wir haben es geschafft. So, und jetzt ab nach da. Nee, nach da. Da. Okay. So, mal ein bisschen was essen hier. Ah, bin ich mal gespannt. Das Schöne ist, da ist so ein kleiner Berg, da können wir mal raufgehen, von da aus können wir auch noch ein bisschen weiter gucken. Mal gucken, was wir da denn, was uns diese Aussicht bringt. Naja, mit dem Fernglas ist schon geil. Vor allem, wie weit der Bereich ist, bis wohin der Server sendet. Und was auch generiert, ne? Wobei das, was er sendet, ist glaube ich sogar noch höher. Also das ist ja nur die Entfernung, in die er rendert. Also generiert. Die Sendedistanz ist, wie gesagt, noch viel höher, glaube ich. Die hatte ich damals sehr großzügig eingestellt, damit man halt schön weit gucken kann. So, müssen wir eigentlich auf Wasser da hinkommen, ne? Sieht gut aus. Ach komm, wir gehen zu Fuß. Geht wahrscheinlich schneller. Ah, hier ist alles bloß Gurke. Ist doch alles Banane hier.
So, kommen wir jetzt hier auf den Berg rauf. Ja. Also von weitem sah es einfach aus. Gehen wir jetzt auf den rauf. Müsste auch schon reichen. Haben jetzt das Problem, dass wir hier nicht dran vorbeigucken können an dem jetzt, aber egal. Bäh. Ja, der Berg ist hier voll im Weg. Also, besser im Weg geht's ja gar nicht. Na gut, dann bauen wir uns mal hier hoch. Weißt du was? Komm mal her. Können wir den direkt wieder hinbauen. So. Voilà. Schauen Sie sich mal um. Genau, da ist nur Gurke. Das hat man auch vorhin gesehen gehabt, ja auch. Ja, und hier ist auch das Ding, wo ich vorhin unsicher war, aber das, wie man sieht, auch bloß Gurke. Ah, schade. Da hinten auch. Da. Da auch. Oh, sieht schlecht aus. Weder sehe ich noch mehr Hanf, noch sehe ich Honig. Dort ist dezent deprimierend. Und da hinten hört der Bereich auch schon auf, da hinten ist Wüste. Okay, dann nehmen wir mal die Füße in die Hand. Und gehen in die Richtung. Da haben wir jetzt andere Dinge gesehen, ne? Genau da. In die Richtung geht es also weiter. Da oben ist das was Grünes. Ich kann leider nicht erkennen, was das ist. Da gehen wir mit der gehen wir mal zuerst hin. Sieht aus, als wenn es spannend werden könnte. Sehr spannend. Dann bin ich mal gespannt, ob es spannend ist. Ah, nee, so bloß Gurke. Ah, verdammt. Ja, auch bloß Gurke. Ich meine, zumindest wissen wir jetzt, dass Hanf in einem ganz normalen grünen Gebiet wächst. Ne, weil da haben wir das erste Ding auch gefunden. Nachteil ist natürlich, dass es trotzdem jetzt halt in jedem grünen Gebiet sein kann. Weil gerade grün ist ja das, was wirklich am meisten vorhanden ist. Ja, das könnte man natürlich denken. Klar, müsste eigentlich dafür sorgen, dass es häufiger kommt, aber irgendwie schon, ne? Egal. Ich würde gerne mal auf einen Baum raufkommen. Ungefähr so hier. Wobei, so viel Aussicht hat man haben da auch nicht. Dafür sind hier zu viele Bäume. Gut, dann gehen wir nochmal runter. Und gucken mal lieber doch vom Bodenlevel aus.
Ob wir hier noch was Schönes finden. Hier ist auch wieder nur Gurke. Ist doch alle Tomate hier. Ich glaube aber egal, ob wir jetzt noch was finden oder nicht. Das ist jetzt die letzte Folge, wo ich hier mit an, also hier suche. Und in der nächsten Folge werden wir dann mal zu Hause mal ein Feld auserkoren. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Oh. Mm. Oh, sogar gleich zwei. Achso, nee, das braucht ja. Wobei, eben, wir können auch aus den Blättern Blättes machen, ne? Nee, kann man nicht. Okay, schade. Nee, kann man nicht generieren. Okay, schade. Was kann man aus den Blättern machen? Aus den Blättern kann man nur das Gericht. Genau, da kann man nur das, was wir dann. Was ist das denn? Achso. Dieses Riverwater. Ja, genau. Das heißt, das Wichtigste haben wir jetzt. Hanf. Ha? Brauchen wir bloß noch suchen. Also gucken. Ja, sechsmal Schnee ist halt. Kann man gar nicht schießen. Schade. Dann weg damit. Sechsmal Schnee, Ludwig. Oh, guck mal, da oben ist jetzt. Nee, jetzt. Jetzt, wo wir es haben. Ja, jetzt finden wir es überall. Ihr seid doch alle. Ihr seid doch alle Scheiße im Hören. Ihr seid doch alle Kacke im Kopf. Wie komme ich jetzt hier raus? Hilfe. Ja, das heißt, wir müssen jetzt nur noch gucken, ob wir irgendwo Schnee finden. Hilfe. Alter, ich komme hier gar nicht mehr raus. Okay, wir gehen einfach mal drüber. Ja, wie gesagt, Honig, ne? Ja, ich habe keine Ahnung, ob wir Honig überhaupt finden werden. Ob man Honig überhaupt finden kann. Oder ob man nicht lieber eher nach Bienen suchen müsste. Aber ich sag mal so, Bienen finde ich auch nicht. Allgemein so Tiere, ne? Und wir spawnen relativ wenig Tiere. Vielleicht macht das die Suche nach Bienen nicht so viel vorteilhafter. Ernsthaft, und es ist schon wieder Hanf. Nö. Jetzt wo wir es haben. Jetzt kommt's überall. Ihr seid doch alle Kack im Kopf. Da ist doch nicht normal. So, das hier nehme ich auch nochmal mit. Hey. So. Oh, guck mal, das ist nicht was. Was mit so einer brav Frage bringt. Stimmt, was genau? Eben Wassermelonen wollten wir auch noch suchen. Aber dabei haben wir jetzt bis jetzt auch keine gefunden, sonst wäre das ja aufgefallen. Die sind ja doch relativ groß. Und markant. Fast genauso markant wie Honig. Wo ist dieser scheiß Honig? Was ist denn das da hinten? Hey, wow, hier ist ein Baum im LOL. Halt, ich wollte. Geht doch. Ach hier. Wow.
Ach, die Hotdog ist nicht nominiert. Was ist das? Wow. Kann man nichts draus machen. Okay. Behalte ich trotzdem einfach mal. Hä? Aber wir haben die Samstag noch gar nicht reingemacht. Ach ne, hat sich ja hier extra gepackt. Siehst du. Ja, kann man doch. Also da sind wir auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite. Der hat das schon mal ganz gut. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist ein bisschen Liebe. Und Zärtlichkeit. Und Honig. Was denn da? Was ist mit diesem Map-Gen teilweise los? Was ist das hier für eine... Was ist das? Das ist doch original... Nebelsgeburt. Holy moly. Das ist nicht gut. Ah, ja, hier haben wir angefangen. Da ist unser Schnee. Gut, dann wollen wir mal überlegen. Wo können wir von hier aus noch am ehesten hin? Da hinten irgendwas? Da hinten war der große Berg, wo wir dran vorbeischwimmen wollten. Das heißt... Genau, da ist nur Dschungel. Wir müssen auf der Seite dran vorbeischwimmen. Oder ist das schon das Gebiet? Nein. Nee, genau. Das ist der Berg, wo ich meinte, da müssen wir noch dran vorbeischwimmen. Das müsste also da hinten sein, das andere Gebiet. Das heißt, da müsste irgendwo der große Berg... Wo ist der große Berg, von dem wir Aussicht genommen haben? Der müsste doch irgendwo sein. Man weiß es nicht. Genau, hier ist die Felsformation. Die haben wir auch von dem Berg aus gesehen gehabt. Das heißt, der Berg müsste da hinten irgendwo sein. Aber er taucht nicht mehr auf. Was ist los am Anakräum? Oh ja, egal. Wow, ein fliegender Felsen. Magie. So, jetzt ist die Frage, wir müssten glaube ich da oben raufen, ne? Irgendwie so war das. Ich frage, ob wir auch da vorbei können, aber... I don't know. And I really don't care. Wir laufen einfach mal durch. Gut, im Tannenwald natürlich immer fragt, ob man hier auch durchlaufen kann. Hier sind immer sehr viele Stellen, wo man nicht durchlaufen kann. Okay, hier geht es ganz schön hoch. Wo zum Teufel sind wir hier? What the fuck? Sind die wirklich richtig? Irgendwo müsste eine grüne Fläche kommen. Kann es die gewesen sein? Nee, ne? Also da sehe ich schon mal kein Honig.
Der hat jetzt überall Steppe. Okay, Vorschlag zur Güte. Wir gehen da hinten hin und laufen dann von dort aus diese Baumlinie da ab. Das klingt nach einem Plan. Kommen wir hier runter, ohne zu sterben. Und, war jetzt da, ne? Ich meine, viel Hoffnung habe ich eh nicht mehr, dass wir noch Honig finden. Mal ganz davon abgesehen. Aber naja. So, da hinten sind schon mal die Bäume. Hier fangen die Bäume an. So, das heißt, ab hier könnten wir rein theoretisch irgendwo Honig sehen. Was ich stark bezweifle. Aber über so eine roten Blöcke. Wäre jetzt witzig, wenn wir die letzten Folgen im Kreis gelaufen wären und jetzt wieder hier irgendwo in der Nähe vom Spawn wären. Das wäre ein bisschen sehr witzig. Was mir gerade einfällt, was halt richtig mies wäre, wenn wir tatsächlich schon ein paar Mal Honig gefunden haben, aber das noch nicht gesehen haben, weil das auch so eine roten Blöcke waren. Weil die auch die davon die ID irgendwie geändert haben. Ah, das wäre halt richtig Piss. Weil das kann man jetzt halt nicht mal nachvollziehen, ne? Weswegen da rote Blöcke sind. Was ist das da für ein roter Block? Oh. Ne? Wow, perfekter Übergang hier. Lol. Oh. Ist ja mal eine schöne weite Sicht. Erdbeeren. Okay, also das Gebiet kommt mir echt bekannt vor. Ich schwöre euch, wir sind ganz nah am Spawn, kann das sein?
Also entweder ganz nah am Spawn oder ganz nah an unserer Let's Play-Hütte. So, was ist hier mal ein paar Apfelbäume? Da. Aber nix mit Honig. Oh, das ist ein Dungeon. Oh mein Gott, ein Dungeon. Dungeon. Okay, gut, das soll es an der Stelle gewesen sein. Warte mal kurz. Wo sind wir hier eigentlich gerade? Oh ne, wir sind doch relativ weit weg. Okay. Gut. Ab nach Hause. Und dann würde ich mal sagen... Jetzt habe ich das Spiel beendet. Warum das denn? Egal. Ja, bis zur nächsten Folge. Dann werden wir mal die Sachen gucken, was wir davon schon haben. Und die Sachen, die wir noch nicht haben, drastisch vermehren. Und dann mal schauen. Bis dann.